Hallo lieber Widder und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 22. bis 28. Januar 2024. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten und gucken wir mal, was so los ist in dieser Woche, die ja schon wieder die letzte ist in diesem Monat. Krass, oder? Der Januar ist schon fast wieder um. Wie hast du denn den Januar erlebt? Schreib doch gerne mal in die Kommentare, mit welchem Gefühl, mit welchen Emotionen, mit welchen Erlebnissen du so ins Jahr gestartet bist. So, wie startest du in diese Woche oder was haben wir hier in dieser Woche für dich? Es geht darum, mit voller Willenskraft, mit voller Willensstärke voranzugehen, eine innere, mutige, aufrechte, willensstarke Haltung zu haben. Und ja. Dir kann sich praktisch nichts in den Weg stellen. Ein Widder, ein Weg, kann man sagen. Wo ein Widder ist, da ist auch ein Weg. Geiler Satz. Wo ein Widder ist, da ist auch ein Weg. Okay, gucken wir mal rein, was wir hier noch für dich haben, was das Tarot dir noch sagen möchte für die neue Woche. Warte mal kurz, das muss ich mir aufschreiben. Der Satz, der ist doch ziemlich geil. Wo drücke ich denn hier auf Pause? Da oben. Was für ein geiler Satz als Titel fürs Video. Wo ein Widder ist, da ist ein Weg. Finde ich genial. Sorry, ich bin gerade begeistert von mir selbst. Muss ja auch mal sein, oder? Okay, was haben wir für den Widder in der neuen Woche? Was haben wir? Ja, wo ein Widder ist, der ist ein Weg. Offensichtlich hat der Widder den richtigen Riecher für irgendetwas. Ja, also verbunden mit deiner Intuition, mit deiner Angebundenheit und hier der König der Stäbe, also unser Macherkönig, jetzt egal, ob du Mann bist oder Frau, die hier zuschauen, geht ja um die Grundenergie, also wirklich so dieses Machertum. Ich habe eine Idee und ich setze es um und komme, was da wolle. Ich ziehe das durch. Keiner stellt sich mir in den Weg. Voran, also wie heißt dieser Spruch? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, mach sie platt lieber wieder. Und jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste, so ist es nicht gemeint, aber es gibt eigentlich nichts, was du nicht lösen kannst in dieser Woche. Und also, falls ich dir überhaupt was in den Weg stellen sollte, dann wirst du da einfach drüber hopsen. Ja, so Spucks, Bäng, weiter geht's, macht mir doch nichts. Also, ziemlich geniale Energie. Bleib trotzdem hier mit deiner Intuition verbunden. Wofür lohnt es sich auch zu gehen, wofür nicht? Ja, wofür lohnt es sich, die ganzen Kraftaufwand zu mobilisieren und zu sagen, ja, ich setze da auch zum Sprung an oder wo lohnt es sich halt nicht? Aber irgendetwas lohnt sich hier definitiv weiter zu verfolgen. Und offensichtlich hast du auch mehrere Angebote, mehrere Möglichkeiten, für die du dich entscheiden kannst. Da kommt dann hier das Thema der Intuition mit ins Spiel, ne? Zu sagen, okay, vielleicht kurz innehalten und wirklich reinspüren, wofür brennst du wirklich, unser König der Stäbe, wofür lohnt es sich wirklich, sich selbst zu mobilisieren und wo ist es vielleicht, naja, nice to have, aber ja, lockt dich jetzt eigentlich nicht so wirklich hinterm Ofen vor. Also das darfst du vielleicht noch ein bisschen beachten, dass du nicht dich verrennst oder in zu viele Richtungen gleichzeitig gehen wirst, aber wisse auch, irgendwas, was hier ist, ist absolut erfolgsversprechend. Sowas von erfolgsversprechend. Und das scheint auch was zu sein, womit du in der Vergangenheit vielleicht schon mal geliebäugelt hast. Und in der Vergangenheit war es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, nicht machbar, nicht umsetzbar, hat vielleicht nicht geklappt und du hast es verworfen. Das also, ja, wenn du sagst, woran erkenne ich denn, was richtig ist? Klar, deine Intuition, aber auch, es ist irgendwas, was früher schon mal spannend für dich gewesen ist, was jetzt wieder vorbeikommt. Ob früher letzte Woche ist, letzten Monat oder vor 20 Jahren, sei mal dahingestellt, aber es lohnt sich definitiv, da weiterzugehen und voranzugehen. Ey, was für eine krasse Energie. Also ich glaube, der Widder ist hier mal wieder der Abräumer der Woche. Ziemlich genial. Und die Abschlussbotschaft, die wir hier für dich haben, auch genial. Das Schöne, die Schönheit, die Freude lässt meine, was steht hier, meine Energien, meine Vibration steigen, ansteigen. Also ich folge dem Weg der Freude, weil das ist auch der Weg der Heilung. Ja, also wow, folge der Freude auf gut Deutsch. Ja, also das, wofür du brennst, folge diesem Weg. Da, wo der Ofen nicht angeht, brauchst du es gar nicht erst probieren.
Mach das, wenn du mehrere Sachen zur Auswahl hast, wo du innerlich das Herz hüpfen hast, wo du sagst, Bern ist das cool. Ist vielleicht nicht der einfachste Weg, ist vielleicht nicht der bequemste Weg, aber es ist dein Weg, weil es der Weg deines Herzens ist. Und wisse auch, du bist absolut perfekt ausgerüstet, um das zu tun, lieber Widder. Wow, was für eine geile Botschaft. Jetzt kann ich dich nur noch einladen in meinen Ausstellungsworkshop. Jetzt am Sonntag findet der statt, am 28.01. Wenn du da nicht kannst, aber Interesse dran hast, 18.02. ist der nächste Workshop-Tag. Ein Tag Online-Workshop. Ich zeige dir die Magie des Aufstellens und danach kannst du schon Kleidsaufstellung für dich selber, aber auch für andere durchführen, andere anleiten. Also ganz, ganz cooler Tag. Wenn du da Lust drauf hast, melde dich an. Okay, das war's. Ich wünsche dir eine geile Woche lieber wieder und bis bald, deine Denise.